Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gute Nachrichten TV. Heute melden wir uns aus einer der kleinsten, verwunschensten, romantischsten und historischsten Straßen aus Berlin-Friedrichshain, der Knorr-Promenade. Die Knorr-Promenade genießt einen ganz besonderen Ruf. In kaum einer anderen Straße hier in Friedrichshain wurden in den letzten Jahren die Altbauten so liebevoll saniert und wachsen so viele schöne Bäume. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist die Rekonstruktion der Torbögen am anderen Ende der Straße. Warum das noch nicht passiert ist und wer sich diesem Thema in Zukunft annehmen will, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. So, ich stehe jetzt hier vor den beiden historischen Torbögen und neben mir stehen Sven und Carsten. Die beiden wollen sich dem Thema annähern. Und meine erste Frage ist, was macht für euch die Knorr-Promenade zu so einer besonderen Straße? Ja, da kommt schon alleine, wenn man durch die Straße geht oder durch die Torbögen kommt, in die Straße hinein, dann sieht man diese schönen Vorgärten. Man kommt in eine Oase in Friedrichshain, genau wie in Helenhof. Und das ist für mich die letzten Oasen, die es hier in Friedrichshain noch gibt. Und das macht das halt einfach lebenswert. Man kommt nach Hause und denkt, wow, cool. Wohnst du selber hier in der Straße? Ich wohne hier selber seit 3 Jahren in der Straße und passiere praktisch jeden Tag mehrmals das Tor. Und ja, hat er dann halt die Idee, das Tor muss erhalten werden, bevor es dann irgendwann weg ist. Weil es ist ja nun schon eine Ruine, muss nicht noch mehr Ruine werden. Und da bin ich dann halt auf die Idee gekommen, wie kann man das retten, mit wem kann man das retten. Und habe dann halt versucht, meine Freunde zu aktivieren, da was zu machen. Und einer deiner Freunde ist Carsten. Du wurdest dann herangezogen. Ja, erzähl mal, wie kam das zustande? Also Sven kam mit der Idee um die Ecke und sagte, mach was, bevor es zu spät ist. Dann habe ich mir überlegt, was kann man machen, was muss man machen. Habe mir einen Plan gemacht, was notwendig ist. Habe Kontakte gesucht, weitere Förderer und Interessierte auch gefunden, sehr schnell gefunden. Und wir haben auch dann sofort Kontakt aufgenommen mit der Denkmalschutzbehörde. Und so hat sich das ganze Thema wirklich toll entwickelt. Jetzt habt ihr extra einen Verein gegründet, Kiezgestalten e.V. Der Name ist ja eigentlich Programm, finde ich sehr schön. Was steckt da für ein Engagement dahinter? Das ist der Hintergrund, dass wir nicht nur das Thema der Sanierung der Knorr-Promenade zum Ziel haben, sondern wir wollen hier noch mehr schaffen im Bezug. Es gibt viele tolle Ecken, die ein bisschen Hilfe brauchen und wir sehen es also wirklich als Förderung des Kiezes, auch der Verbindung der Leute, die hier wohnen. Es ist wirklich ein lebenswerter Kiez und das wollen wir wirklich mit unseren Möglichkeiten erhalten und haben noch einige andere Pläne für die Zukunft. So, was es aber mit den Torböden nochmal auf sich hat, das würde ich jetzt ganz gerne mit euch nochmal inspizieren. Lasst uns nochmal hingehen und uns angucken, was ihr da konkret vorhabt. Und los! Also wir sehen hier, dass der Denkmalschutz vor vielen Jahren schon mal notdürftig gesichert hat. Wir haben hier starke Risse, die jedes Jahr auch größer werden und länger werden und tiefer werden. Teilweise fehlen schon Elemente, die aber zum Glück eingelagert worden sind. Wir wissen auch wo. Der Denkmalschutz ist uns da wirklich eine große Hilfe und hat uns die Kontakte zur Verfügung gestellt. Dort auf der linken Seite sieht man, dass der Aufsatz ja noch vorhanden ist. Auf der rechten Seite fehlt er, aber zum Glück ist er eingelagert worden und in Sicherheit und muss dann am Ende der Sanierung natürlich wieder aufgesetzt werden. Und es ist eine Frage der Zeit, bis entweder mehr geklammert werden muss durch Notdürfte. Aber wir wollen es jetzt wirklich gründlich machen, dass es dann auch wirklich die nächsten 100 Jahre auch eine Chance hat, zu stehen. Was ist denn der Zeitplan? Wie soll das jetzt weitergehen und wann soll das hier neu erblühen? Also unser Ziel ist eigentlich, die Sanierung 2012 zu schaffen. Wir würden dann genau bei 100 Jahre Knorr-Promenade landen. Wir haben ja auch in unserem Logo die 100 mit eingebaut. Das hat ja auch einen Sinn. Und wir haben da noch eine kleine Überraschung vor, zu dem Zeitpunkt, wo dann alles fertig ist. Da kann man gespannt sein. Es wird schön. Zum Schluss die Frage, wie können unsere positiv eingestellten Zuschauer euch helfen? Wir freuen uns über Menschen, die uns in jeglicher Art und Weise unterstützen. Seid mit einer Hand, handwerklich, mit einem Gerüst oder Menschen, die einfach nur Flyer verteilen wollen oder Flyer drucken wollen. Die einfach, wenn es soweit ist, mal vielleicht ein Brötchen schmieren für die Handwerker, die sich da beweisen. Also hat schon Jurist gesagt, das ist ein Jurist, wir müssen eingerüstet werden. Und Geld. Geld ist ganz wichtig, sei es 1 Euro, sei es 10 Euro, egal. Alle Infos findet man auf unserer Webseite und die ist www.knorrpromenade.de oder natürlich auch auf Facebook. Dankeschön. Sven, Carsten, es war total schön, euch heute kennengelernt zu haben. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute für das Projekt. Toi, 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 dass das alles klappt und dass ihr eure Ziele hier erfüllen könnt. Danke für die Unterstützung. Kein Problem, gerne. Tschüss.
Ja, unser Ausflug hier in die Knorr-Promenade geht zu Ende und ich bin persönlich sehr begeistert, dass es Jungs gibt wie die beiden, die aus purer Leidenschaft hier aus Altem wieder Neues machen wollen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bleibt uns treu auf www.1000gutenachrichten.de.